Hallo ihr Lieben, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ja, heute kommt schon wieder ein Haul, denn ich war noch ein paar kleine Dinge einkaufen und zwar brauchte ich noch ein paar Sachen für den Urlaub, aber ihr werdet das Video erst nach dem Urlaub sehen. Ich habe mir ein paar kleine Sachen gekauft und zwar war ich bei Müller, bei Rossmann und bei Teddy. Ja, ich war bei Teddy, eigentlich gehe ich nie zu Teddy, aber ich hatte da was in der Werbung gesehen und deswegen... Ja, fange ich sogar einfach an mit Teddy. Und zwar habe ich da zuerst zweimal Kratzeis gekauft. Kratzeis kennt eigentlich jeder, es ist mega lecker und ich stelle es auch gleich in die Gefriertruhe und dann kann ich das heute Abend endlich essen. Und das ist einmal Waldmeister und ich glaube einmal Kirsche, hier hängt das Preisschild drüber. Und das hat halt 1 Euro gekostet und ja. Dann habe ich mir diese coole Box mit den Eulen drauf geholt. Und zwar ist das eigentlich eine Stiftebox, aber ich werde sie zu meiner Schminkaufbewahrung umwandeln, da genügend Platz ist und man das ja auch noch aufmachen kann. Und zwar seht ihr ja da oben, irgendwo ist ja auch meine Schminkaufbewahrung, aber das reicht langsam nicht mehr. Deswegen habe ich das in der Werbung gesehen und da dachte ich mir, okay, das will ich haben. Und das gab es jetzt noch mit anderen Mustern. Und das war das einzige noch mit diesem Muster, weil ich wollte unbedingt dieses blaue Muster haben. Und ja, das hat 3 Euro gekostet und ja, dort wird meine Schminke seinen neuen Platz finden. Dann habe ich mir hier diese Aufbewahrungsbox geholt. Die ist schwarz-weiß, auch mit Eulen drauf. Und zwar gab es sie in 3 Größen und ich habe, glaube ich, die mittlere, also die ist groß genug für kleine Sachen und sowas. Ich wollte eigentlich die ganz kleine, aber die war mir dann doch ein bisschen zu klein und deswegen habe ich dann doch die mittlere genommen. Und die hat 1,50 Euro gekostet und ist halt 20x20x20 cm und ja, ich bin zurzeit auf den Eulentrip, also ich liebe Eulen und das gab es auch noch in anderen Mustern, aber ich wollte halt das haben. Und zum Schluss habe ich mir noch Bettwäsche gekauft, auch mit Eulen drauf, ja, was ganz, ganz Neues, hier hinten sieht man es auch nochmal. Und zwar, ja, ich weiß nicht, ich denke mal, ihr seht die so und die sieht hier hinten halt so aus. Und die hat so 5 Euro gekostet und fand ich echt mega cool und die sieht halt übelst schön aus. Und deswegen habe ich sie doch mit, also habe ich sie auch mitgenommen. Ja, dann kommen wir zu Müller und zwar habe ich mir dazu erst ein Tippex gekauft. Ja, ich gehe zwar nicht mehr in die Schule, aber ich brauche manchmal einen für zu Hause. Und ja, der hat 1,99 gekostet und ja. Dann habe ich mir noch einen Kleber gekauft. Ja, wie gesagt, den brauche ich auch für zu Hause. Und der hat 1,69 gekostet und ja, ist nichts Spektakuläres. Dann habe ich mir jetzt zum Beispiel für den Urlaub, für unterwegs, dieses Handcleansing-Gel gekauft von Essence. Das Gel sorgt für frische und gereinigte Hände ohne Wasser und Seife, ideal für unterwegs, also halt, wenn man mal seine Hände sauber haben möchte, wenn man mal irgendwie was gegessen hat, wenn man unterwegs ist und halt kein Wasser oder sowas in der Nähe hat, ist das eigentlich sehr gut und ja, ich werde das austesten und werde das mit in den Urlaub nehmen. Wie gesagt, ihr seht das Video ja erst nach dem Urlaub und ja, ich werde es testen und ich hoffe, es ist gut. Es riecht auf jeden Fall sehr frisch und sieht auch cool aus mit diesen blauen Punkten drin und das hat 1,75 Euro gekostet und ja. Und dann habe ich mir auch noch für unterwegs ein Haarspray gekauft und zwar von Taft. Und zwar habe ich von Taft eigentlich immer dieses mit der Nummer 2, aber das gab es leider nicht in klein, also habe ich einfach die Nummer 3 mitgenommen. Und ja, das hat 1 Euro gekostet und ist halt gut für unterwegs, da ich momentan eigentlich sehr, sehr wenig Haarspray brauche. Und dann kommen wir schon zu Rossmann und zwar habe ich mir da zuerst eine kleine Zahnpasta gekauft von Perlodent. Brillant Weiß ist eine 20 Milliliter Dose. Nein, eine Dose ist es ja nicht, aber eine Tube so. Und die hat 29 Cent gekostet und die reicht echt ewig lange. Ich hatte die damals auch für die Glasspot gekauft und habe damit noch 4 Wochen so ungefähr hat die gehalten. Und ja, die ist halt gut für den Urlaub und ja, die hatte ich halt auch schon mal benutzt und deswegen ist sie okay.
Dann habe ich mir wieder meinen Nagellackentferner von Reval Loop Young, glaube ich, gekauft. Und zwar ist der Feuchtigkeitsspenden mit Aloe Vera und riecht nach Waldbeere. Und ja, der ist halt lila. Sieht so aus. Ich glaube, das ist jetzt eh unscharf. Aber naja, auf jeden Fall hat der 79 Cent gekostet. Den habe ich immer und das ist halt mega gut. Und ja. Dann habe ich mir noch ein kleines Shampoo gekauft. Eigentlich gibt es ja Shampoos und Duschbäder, also Duschbäder, Duschbad im Hotel. Und deswegen habe ich mir auch kein kleines Duschbad gekauft. Aber ich möchte halt mit meinen Haaren nicht irgendein Shampoo da einschamponieren. Und zwar habe ich dann von Isana her das 7-Kräuter-Shampoo mit ausgewogener Kräuter. Komposition für normales und schnell fettendes Haar gekauft. Das hatte ich auch für die Klassenfahrt und danach auch öfters nochmal benutzt und ist eigentlich ganz okay. Und das gibt es auch in groß, aber ich hatte jetzt halt nur die kleine Packung, weil die reicht halt für zweimal Haare waschen. Ja, und die hat 50 Cent gekostet. Und ja. Und zum Schluss habe ich mir noch meine Arizona-Flasche gekauft. Und zwar die... Oh, scheiße, ich kann das gar nicht aussprechen. Pomegranate Green Tea. Und zwar habe ich mir die gekauft, weil ich bei Emma im Video, also bei XX The Makeup Guru, gesehen habe, dass sie Eis daraus gemacht hat. Und das habe ich auch ausprobiert. Habe es jetzt schon in der Kühltruhe. Und ja, so trinke ich das halt auch echt mega gerne, weil es mega gut schmeckt und ich wollte halt Eis draus machen und habe das ausprobiert. Und ja, und dann habe ich halt noch hier zweimal Skittles, einmal die grünen, einmal die roten, habe ich geschenkt bekommen vorhin. Und ja, das war's schon mit diesem kleinen Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen und dann hoffe ich, sehe euch beim nächsten Video wieder und tschüss!